anstatt bei den Ausgaben nun all diese Formatierungen erneut vornehmen zu müssen, kopieren wir einfach den ganzen Bereich. Ich überfahre alles mal mit der gedrückten Maustaste. Und wenn ich jetzt die Steuerungstaste gedrückt halte, indem ich den Bereich an der Kante anfasse, du siehst wiederum, hat sich der Mauszeiger in dieses Verschiebesymbol verwandelt. Und wenn ich nun ziehe, so siehst du, erscheint neben dem Mauszeiger ein Plus. Das heißt, wenn ich jetzt an dieser neuen Stelle loslasse, so wird eine Kopie abgelegt. Natürlich könntest du dasselbe auch mit Kopieren einfügen oder Steuerung C, Steuerung V machen. Aber das finde ich weitaus die bequemere Lösung. Hier ersetzen wir nun einfach den Text. Für die Ausgaben brauchen wir deutlich mehr Platz, deshalb wähle ich diese unterste Zeile aus und verschiebe sie etwas weiter nach unten. Und jetzt kann ich beginnen, die Inhalte zu überschreiben. Bewusst habe ich jetzt in einzelnen Zellen noch keine Formel eingesetzt. Diese Arbeit möchte ich mir ersparen. Die beziehe ich von weiter oben. Ich wähle das Feld mit dieser Multiplikation aus und mit der gedrückten Steuerungstaste packe ich es am Rand und ziehe es nach unten und du siehst, es wird dieselbe Formel nach unten übertragen, aber automatisch werden die entsprechenden Felder angepasst. An diesem Anfasser in der rechten unteren Ecke kann ich das Feld nach unten füllen, wie es so heißt. Das heißt, dieselbe Formel oder dasselbe Betrag wird nach unten übertragen. Ich kann auch jetzt, da zwei Felder ausgewählt sind, mit dem Befehl Kopieren oder Steuerung C die beiden Felder in den Zwischenspeicher übertragen. Jetzt tippe ich in dieses Feld hinein und wähle hier den Befehl Einfügen. Du siehst, wiederum wird automatisch die Formel übertragen und an die entsprechenden Werte angepasst. Und wiederum fehlt uns jetzt noch ein einzelnes Feld, indem ich da in der Ecke nach unten ziehe, wird auch diese Formel nach unten ausgefüllt. Nun siehst du aber, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Diese Summe müsste viel höher sein, wenn wir so diese Zahlen in dieser Spalte anschauen. Ich tippe mal in die Formel und hier in der Bearbeitungsleiste wiederum in den Bereich und du siehst, es sind tatsächlich auch nur diese drei Zellen ausgewählt. Das ist von oben beim Kopieren noch so eingestellt. Ich packe jetzt den Anfasser in der unteren rechten Ecke und ziehe den Bereich nach unten. Und wenn ich jetzt die Enter-Taste betätige, so wird auch automatisch die Summe aktualisiert. Nehmen wir an, du hast noch etwas vergessen, zum Beispiel da zwischen diesen beiden Zeilen. So gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einerseits eine Zeile auswählen und über den Befehl Einfügen, Zellen einfügen oder in diesem Fall Blattzeilen einfügen, hier einen Platz schaffen. Die andere Möglichkeit wäre, dass du den ganzen unteren Bereich packst und mit dem altbekannten Befehl einfach nach unten ziehst. Die Formel wird hier automatisch entsprechend erweitert, dass also nicht plötzlich dann wieder etwas fehlt. Die obere Zeile könnt ihr jetzt überfahren und mit der gedrückten Steuerungstaste nach unten kopiert werden, mitsamt allen Inhalten und der entsprechenden Formel. Falls jetzt das nicht erwünscht ist, so kannst du wiederum mit dem Befehl Löschen in diesem Fall, die ganze Zeile löschen und übrigens funktioniert das auch mit einem Rechtsklick. Hier kannst du entweder die Inhalte löschen,
Dann bleibt die leere Zelle bestehen. In diesem Fall wählen wir Zellen löschen und ich werde gefragt, wie ich das löschen möchte. In diesem Fall Zellen nach oben verschieben. Und jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Du siehst, es gibt also sehr gute Möglichkeiten, um Inhalte nachträglich noch zu ergänzen oder zu überarbeiten.